Hallo liebe Zuschauer des AGMBH Germprotect. Wir befinden uns hier bei der Lighting Building auf dem Stand von unserem Partner Milestone und möchten Ihnen mit Hilfe unseres Business Manager Herr Markus Ott die Software Milestone gerne präsentieren. Ja, herzlich willkommen. Freut mich, eine kleine Vorstellung von Milestone Systems zu machen. Was zeichnet Milestone Systems bzw. die Videoüberwachung von Milestone Systems aus? In erster Linie ganz einfach. Milestone ist in der Mitte und außenrum ist unsere Community. Mithilfe unserer Community, die vom Kamerahersteller bis hin zum Videoanalysehersteller, Kassenintegrationen, alles Mögliche, was man sich so vorstellen kann, ist unsere Community und damit generieren wir die Lösungen, die der Kunde nachher, sage ich mal, für sein Projekt benötigt. Zusammen mit unseren Partnern erstellen wir die perfekte Lösung im Videomanagement-Bereich und zeichnen uns damit, sage ich mal, komplett ab von allen anderen Videomanagement-Herstellern. Wir haben mittlerweile 3.500 Technologiepartner, die in unsere Software X-Protect integrieren oder integriert sind. Das fängt bei Axis, vom Kamerahersteller, an und hört bei irgendwelchen Drohnenherstellern auf, die ihre Drohne über unser System, sage ich mal, fliegen. In dem Bereich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Dewarping einer Kamera, einer Fisheye-Kamera, die im Prinzip über den sogenannten Axis Optimizer hier, sage ich mal, entzerrt werden kann, somit natürlich dem Kunden oder dem Endbenutzer nachher eine schöne Bedienoberfläche bietet. Ganz einfach, ganz simpel, aber ja, sehr, sehr hilfreich. Wie schon von mir angesprochen, ist es natürlich sehr, sehr interessant, das System weitläufig zu verwenden. Wichtig ist, mit uns sprechen, schauen, was hat der Kunde für Probleme, und dann generieren wir zusammen die perfekte Lösung mit unserem Partner. Ja, jetzt gerade neu bei uns im Portfolio ist der sogenannte Milestone Incident Manager. Was macht der Incident Manager? Stellen wir uns vor, wir sind im Kaufhaus, Ladendetektiv sieht eine bestimmte Person, die könnte gleich einen Diebstahl begehen. Somit startet er das Vorfallsprojekt. Das kann übrigens genauso im Archiv im Nachgang erledigt werden. Jetzt verfolgt er diesen Dieb auf diesen verschiedenen Kameras. Jetzt ist er auf der Ansicht, oh, jetzt läuft er weiter, jetzt ist er auf der Ansicht zu sehen, auch wenn jetzt keine Kameras drauf sind. Oh, jetzt wandelt er auf diese Ansicht, weil er jetzt auf der entsprechenden Etage ist. Irgendwann verlässt er das Gebäude, also sagen wir, das ganze Vorfallsprojekt speichern. Das dauert ein paar Sekunden. Wir sehen auch später gleich, warum. Anschließend können wir einen Typ auswählen, zum Beispiel Verdacht auf Diebstahl, Einbruch etc. pp. Können anschließend noch eine Beschreibung hinzufügen und das Ganze speichern. Auch das dauert wieder einige Sekunden, bis das Ganze, sage ich mal, abgespeichert ist. Sobald das passiert ist, können wir auf unseren Vorfallsreiter gehen und da sehen wir jetzt unsere verschiedenen Vorfälle. Wenn wir nun einer dieser Vorfälle öffnen, haben wir eine Sequenzliste. Und die Sequenzliste beinhaltet nun alle Kameras, die wir gerade eben zu den entsprechenden Zeiten angesehen haben. Ich muss also nicht separat im Archiv nachschauen oder mir aufschreiben, jetzt war die Person in dem Bild zu sehen, jetzt war sie in der Kamera zu sehen und jetzt war sie in der Kamera zu sehen. Ich kann daraus natürlich direkt einen PDF-Bericht erstellen, wo ich diese ganzen Informationen schön dargestellt habe. Aber was natürlich noch viel, viel wichtiger ist, abgesehen davon, dass ich diese einzelnen Kameras natürlich auch nochmal anschauen kann, entfernen kann und so weiter und so fort, kann ich das Ganze direkt exportieren. Und dann habe ich sämtliche Kameras, die ich vorhin angeschaut habe, sozusagen in meinem Exportprojekt, kann das Ganze exportieren und habe innerhalb von weniger Sekunden, sage ich mal, den gesamten Vorfall dokumentiert, exportiert und kann ihn somit der Polizei beispielsweise übergeben. Ja? Wie gesagt, das Ganze funktioniert analog im Archiv ebenfalls auf die gleiche Art und Weise und spart mir natürlich bzw. dem Sicherheitsmitarbeiter, dem Kunden am Ende extremst viel Zeit, und Zeit ist bekanntlich Geld. Wunderbar, das ist natürlich ein sehr gutes Feature. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Freut mich, dass ihr hier wart und auf gemeinsame weitere tolle Projekte zusammen. Jawohl, Dankeschön. Super.